Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mega Man 7 im Rahmen der Mega Man Legacy Collection 2 weiter. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja das Quartett der... Wir haben die ersten 4 Robotermeister besiegt. So, dann sind wir ins Museum gegangen, haben uns da ausgetobt und dann hat Wily gesagt, haha, jetzt habe ich noch 4 Robotermeister und wir gehen jetzt zum nächsten. Was soll's. So, der nächste ist Slashman. Eine wilde Bestie mit Wolverine-Krallen offensichtlich. Und Slashman treibt sich natürlich mitten in der Stadt rum, genauso wie Dr. Light es gesagt hat. Bekanntermaßen in der Stadt, in der sich Mega Man befindet, da ist mitten, also drin, so ein Park, so ein Dino-Park. Da wohnen Dino-Roboter, die da in ihrer freien Lebensbahn und Natur begutachtet werden können von Menschen aller Orten. Ernsthaft, warum gibt es hier? Ist es wirklich ein Park? Ist es ein Dino-Park, den man normalerweise begutachten kann? Ich verstehe den Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte hier noch nicht so richtig. Aber egal. Ich meine, wenn es echte, geklonte Dinos wären. Aber nein, es sind Dino-Roboter. Also, mag auch spannend sein. Aber halt anders spannend als... Aber okay. Ich will mich nicht weiter drüber beklagen oder beschweren. Wir nehmen das an der Stelle einfach mal so hin. Und erfreuen uns daran, dass hier auch putzige Dinos rumstehen. Wie zum Beispiel der Typi hier. Der irgendwie so ein bisschen Parasaurolophus-mäßig aussieht. Ein bisschen zumindest. Der gibt uns jedenfalls, okay, das hat jetzt ein bisschen was von Yoshi. Was denn Super Mario World spielen. Aber egal. Dieser... Boah, Dino. Schmeißt uns zum Glück nicht runter. Weshalb wir die Möglichkeit haben, an den Energiecontainer zu gelangen. Das war nett, das war cool, das war höflich. Und das war die linke Route und die rechte Route sehen wir dort an der Stelle. Okay. Wir haben nichts vergessen. So, Danger, Danger. Oh mein Gott. Ein großer, gewaltiger Tyrannosaurus. Oh nein. Was tut er nur? Man weiß es nicht. Er kommt auf mich zu. Er will mich mit Haut und Haaren fressen. Und er kann Feuer speien. Ja, denn Dinos konnten damals Feuer speien. Das ist richtig. Das ist wichtig. Vielleicht hat jetzt auch nur irgendeiner das so ein bisschen dazu erfunden, weil die normalen Dinos nicht geil genug waren oder so. Deswegen musste man ihnen noch so eine Zusatzfähigkeit geben. Raketen aus dem Bauch und Feueratem und dergleichen. Was man dann halt so macht. So. Und das hier ist ein... Oh. Ich glaube, ich soll eigentlich nicht gegen diesen Bienenkorb schießen, ne? Da kommen nur unendlich viele von den komischen... Viechern raus. Robobienen. Schrecklich schlimm und naja. Den Wald sollten wir uns übrigens merken. Da müssen wir später nochmal hin. Aber erst, wenn wir die richtige Waffe haben. In dem Moment haben wir die nicht. Hier ist übrigens die Robodino-Aufzuchtstation. Die Robodinos werden aus echten Robo-Eiern geschlüpft und das ist dann quasi schon der Level gewesen. Hui, wie lustig. Okay, so. Freeze Cracker! Hallo Slashman. Ist übrigens mein Hass-Robomeister Nummer 1 aus diesem Spiel, weil er flink ist. Und weil er diese Angewohnheit hat, wenn er getroffen wurde, sich dann einfach mal zu verkrümeln. Und dann für kurze Zeit zu verschwinden und dann irgendwie so komisches Zeug vom Himmel regnen zu lassen. Ja, und wenn das erstmal auf mich draufgefallen ist, dann habe ich so einen komischen roten Gelee-Schleim um mich herum. Und dann kann ich... Zum einen nicht mehr springen und zum anderen... Au. Zum anderen kann ich dann auch nicht mehr schießen. Und deswegen sollte man sich von dem roten Schleim besser nicht erwischen lassen. Jo. Seine Animation ist aber putzig, ne? Wenn er vom Freeze Cracker erwischt wird. Wie so ein kleines Eis am Stiel. Ja. Das dann so ein bisschen in der Gegend herumliegt. Gut schockgefrostet und gekühlt. Und die beiden Eier im Hintergrund haben das Ganze jetzt irgendwie auf ihre Art und Weise miterlebt. Wer weiß, vielleicht sind die Eier ja schon ein bisschen weiter und da schlüpft jetzt bald in nächster Zukunft etwas. Denn es ist das Erste, was sie quasi gesehen haben oder mitbekommen haben, ein Kampf auf Leben und Tod. The Slash Claw cuts things apart, doesn't it? Yes, but it has limited range.
was es zu einer sehr dümmlichen Waffe macht. Egal, Hauptsache ich hab sie. You get Slash Claw. Ja, ich kann jetzt damit tatsächlich ein bisschen slashen und clawen. Gut. In erster Instanz kann ich mit der Waffe jetzt aber gar nicht so viel anfangen, weshalb wir direkt zum nächsten Robomeister gehen. Und das ist der hier. Springman! Wusch! Ja, ein Sprungfeder-Typi. Wurde sowas ähnliches? Gibt's nicht so einen ähnlichen Robomeister jetzt auch in Robo... in Robo 11. In Mega Man 11? Bounce Man oder so? Ich glaube, der hieß ja tatsächlich Bounce Man. Ich glaube, das war so. Naja. Gut, okay. Springman ist jedenfalls ein total toller Typ, der auch mitten in der Stadt im Kinderparadies, wie es aussieht, irgendwie sein Lager aufgeschlagen hat. Und das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Da müssen wir uns drum kümmern. Ja, denn Mega Man hat auch ein Herz für Kinder. Bösartige Roboter dürfen hier das Kinderparadies nicht in Beschlag nehmen. Nein, hier sollen bitte auch normale Robo-Kinder spielen dürfen. Jetzt und in Zukunft wieder. Bounce, 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 bounce. irgendwie süß. Hoppsala. Danke fürs Extra-Leben. Ah, danke für gar nichts. Bösartiger Augenroboter. Genauso auch wie diese komischen Augenroboter-Typen. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber sowas hatte ich früher als Kind auch. Die konnte man dann irgendwie so Treppenstufen runtersausen lassen und so ein Kram. Das war total irre und komisch. Und wenn man nicht aufgepasst hat, dann konnten die irgendwie auch blöd ausleiern und dann war das auch irgendwie alles sehr doof. Aber egal. Lustiges kleines Kinderspielzeug. Naja. Au. Das hätte ich auch im Vorfeld wissen können, dass das schief geht. Au. Irgendwie stehe ich hier doof. Moment. Ich möchte hier nicht stehen. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Über da! Gott sei Dank. So. Okay. Bis hierhin? Alles Schnieke und Knorke? Kann man mal so stehen lassen? Ja. Na gut, oder wir machen halt so. Danke, Rash. So, und dieser Raum hier ist die pure Hölle. Weil er halt so gigantisch groß ist. Also wir können uns das hier unten mal angucken. Bounce, 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 bounce. So, hier sind bösartige Roboter der Verdammnis oder auch nicht. Ein bisschen Energie liegt hier rum. Das ist nett. So, und ansonsten, ja, das sind so Springbox-Roboter. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ist ja im Endeffekt auch egal. Will ja auch keiner wissen. Die kommen da jedenfalls im richtigen oder falschen Moment aus ihren Boxen heraus und sorgen dafür, dass man wenig Spaß hat. So, ich will aber erstmal hier oben links hin. So, denn zum einen ist hier ein Extra-Leben und zum anderen, ja, habe ich es direkt richtig gemacht. Also ich habe jetzt dadurch, wenn man auf diesen Boxen herumspringt, dann kann man ihre Richtung verändern, in die sie quasi ihren Sprungteufel rausschießen. Und ich habe die Box jetzt so verändert, dass sie eben ja ihren Boxtypen nach links geschickt hat. Und das wiederum bedeutet, dass er mir hier den Weg freigemacht hat, weshalb ich dann hier reinkomme. In diesen wunderbaren Abschnitt. Und da links liegt etwas, was wir haben möchten. Und das holen wir uns mal mit dem Adapter. Ja, das ist eine mächtig große Schraube, die wir da jetzt eingesammelt haben. Und diese mächtig große Schraube wurde von einem mächtig traurigen Roboter vermisst. Eventuell erinnert ihr euch ja noch sogar, welcher Roboter danach gefragt hat. Machen wir einfach mal weiter mit dem Adapter. Eventuell könnte das in dem Abschnitt sogar ein bisschen helfen, um hier schneller voranzukommen. Wusch! Dü-dü-dü. Ja, eventuell könnte es helfen. Eventuell könnte es manche Dinge auch unnötig kompliziert machen. Boink, boink. Was das Tolle bei dem Superadapter ist, dass er absolut keine Waffenenergie hat. Also, dass man, ja, man hat halt seinen normalen Lebensbalken, ne? Ansonsten total, total Bananen, wie viel man rumschießt oder so. Man kann mit ihm so lange unterwegs sein, wie man möchte. Das ist echt cool. Dü-dü-dü. Und das macht diesen Anzug auch einfach so toll und spannend. Und oh, da sind wir auch schon da. Yay! Okay, aber den Superadapter nehmen wir dann jetzt dafür nicht, sondern stattdessen die neu gewonnene Waffe, die Slash Claw. Und die sieht so aus. Ja. Naja. Gut.
erinnert mich auch an irgendeine Waffe oder so erinnert mich die, aber ich weiß nicht genau, an was die mich erinnert. Boing. So. Okay, Springman. Ich werde deine Drähte einfach durchtrennen mit meiner Klaue des Todes und der Durchdringbarkeit. Ja. Das ist übrigens ein Angriffsmuster, also wenn wir ihn mit der Slash Claw bearbeiten. Sobald wir ihn einmal getroffen haben, springt er in die Mitte und dann greift er uns zweimal mit seinem Sprungarm an. Und ja, dann weiche ich halt so aus und das ist er. Das ist der Robotermeister hier, Springman. Er kann ganz gut springen. Das muss man ihm lassen. Aber mehr kann er halt leider auch nicht. Okay. Ich glaube, das ging verhältnismäßig gut. Yay. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Habe ich hier noch was vergessen? The Wild Coil launches one coil forward and one coil backward, right? Yes, but remember to charge the coils to make them jump higher. Ja. Also ich kann jetzt Sprungfedern verschießen. Mit You get Wild Coil. Mit der Wild Coil kann ich Sprungfedern verschießen. Und ich kann die Waffe sogar aufladen. Das hat mir der gute Dr. Light jetzt gnädigerweise gesagt. Ich bin gerade wirklich im Überlegen. Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich? Eigentlich bis hierhin nicht. Hier in dieser Stage kann ich noch etwas machen, aber da fehlt mir noch die richtige Waffe. Und hier bei Springman haben wir jetzt die Schraube geholt. Ach so, ja, genau, Schraube. Einmal Select drücken, bitte. Dab, 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 dab. Coolste Shop-Musik ever. Man kann es nicht anders sagen. Okay. Hey. Die dumm? Oh, coole Schraube. That's my bolt. Thanks, it fits perfectly. Ja, Schraub, 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 Schraub. Now I can work at full power. Look, a new item just for you. I can now make items using half the normal number of bolts. Select the item you want made. Coole Sache. Ja, und jetzt können wir die ganzen Sachen, die wir ursprünglich beim Hätten kaufen können, extra Leben, Energietanks und so, jetzt können wir die zum halben Preis hier kaufen, was echt geil ist. Gleichzeitig können wir jetzt aber auch ein paar extra Sachen hier bei ihm kaufen. Also Exit haben wir ja schon gefunden. So, das ist ein Supertank. Weiß ich gar nicht, ob wir den im normalen Level finden können. Kann man bestimmt. Aber ich weiß nicht wo. Ist egal. Wir könnten auch den Rush Jet jetzt bei ihm kaufen. Genauso auch wie den Search Rush. Aber die beiden haben wir ja schon gefunden. So, das ist der Energy Equalizer. Wenn ich jetzt Waffenenergie einsammle, dann wird die automatisch der Waffe zugeschustert, die Waffenenergie am dringendsten benötigen würde. Also die Waffe, die ich am weitesten schon runtergeschossen habe, ist für den normalen Spielverlauf relativ irrelevant, aber egal. Und hier haben wir noch was für 800. The Hyper Rocket Buster. It enables the Rocket Buster to go further. Ja, also das ist eine Verbesserung für unseren Super-Adapter. Ihr wisst schon, die Faust, die wir verschießen können. Wenn wir uns das Teil hier besorgen, dann können wir die Faust noch weiter schießen. Klingt nicht schlecht, aber ist eindeutig alles viel zu teuer. Deswegen hauen wir jetzt ab und gehen in die nächste Stage oder nee? Ach komm, wir gehen in die nächste Stage. Shade Man. Dracula-Mann. Und jetzt bitte kurz auf die Musik achten, weil die ist cool. Oh, der Anfang der Stage. Boah, ist so toll. Allein dieses mit dem Mond und Wolken und alles und so weiter. Das hat fast schon Castlevania-Flair, ganz ehrlich. Weil sich Capcom vielleicht ein bisschen da inspirieren lassen. Egal, so, okay, auf geht's. Oh mein Gott, wir sind hier bei Robo-Zombies. Natürlich, nach den Robo-Kakerlaken, da waren die Zombies dann schlussendlich auch nicht weit.
Kann man mal durchaus so stehen lassen. Die Zombies kommen von überall her. Hat doch ein bisschen jetzt was von One Piece, Thriller Bark. Quasi der Einstieg, wenn sie dann erstmal das Gebiet betreten. Das erste Mal auch auf Zombies treffen, im Wald, beziehungsweise in der Ebene und so. Und jetzt machen wir uns so langsam aber sicher dann zum Schloss auf, wo wir dann ja den wahren Herrn des Schlosses finden oder wo wir ihm begegnen werden. Früher oder später zumindest. So, aber für den Moment... Na gut, ja, jetzt sind wir schon im Schloss angelangt. Jetzt müssen wir uns hier aber erstmal durchkämpfen. Und dieses Schloss ist durchaus auch ein bisschen tricky. So, ich laufe hier entlang. Oh mein Gott! Ups! Ja. Das wiederum hat ein bisschen was von... Ich musste gerade an DuckTales denken. Transsilvanien, also das NES-Spiel. Wo man ja auch bei den Ritterrüstungen dann den Kopf wegschießen konnte. Aber der Kopf war dann nicht wirklich lebendig, ne? Also, manchmal war dann schon... Dann konnte er Schaden bei einem verursachen. Wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich DuckTales gespielt habe? Mindestens ein Jahr. Da kann man auch schon wieder die Hälfte vergessen. So, wie gesagt, ich mag die Musik hier in der Stage total. Ich mag die Präsentation. Ich mag die Gegner. Ich mag einfach alles. Das ist toll. Shademan ist so super. So. Zwischenboss. Okay. So. Interessante Frage. Also, dieser Boss oder dieser Zwischengegner, der ist ein wenig besonders, weil es gibt zwei Möglichkeiten, um ihn zu besiegen. Zum einen könnte ich jetzt immer, wenn er seine Luke aufmacht, ihn in der Mitte angreifen. Alternative, ich greife ihn an, wenn er seine Luke dicht gemacht hat und dann schieße ich einfach nur in seine Augen. So, warum ist das wichtig oder beziehungsweise relevant? Je nachdem, wie ich diesen Gegner besiege, verändert sich nicht der Aufbau der Stage, aber der weitere Weg verändert sich, weil der Gegner dann, je nachdem wann ich ihn besiege, er macht dann eine andere Passage auf. In dem Fall habe ich ihm jetzt immer in die Augen geballert, wenn er geschlossen war, und er macht die Passage hier rechts auf. So, wie gesagt, merken wir uns, früher oder später kommen wir nochmal in die Stage und dann probieren wir mal ein bisschen was anderes aus, in der Hoffnung, dass dann auch was anderes passiert. Mark my words. So, das sieht alles sehr geheimnisvoll aus, ist es aber im Endeffekt gar nicht. So, jetzt können wir hier gucken. Ah, schau mal, wie nett. Komme ich da mit dem Adapter eigentlich hin? Nö, komme ich nicht. Hä? Rush Coil? Auch nicht? Boah, das ist ja schon ein bisschen... Na. Jetzt vielleicht mit dem Jet? Hui! Ja, alternativ hätte ich mich auch von oben runterfallen lassen können. Wollte ich jetzt aber nicht. Weil wenn wir hier nach oben gehen, dann sehen wir genau, aha, hier könnte man irgendwie rechts rüber, bla bla. Aber hier links ist der eigentlich richtige Weg. So, das ist jetzt auch eine tolle Stelle. Achte mal drauf. Ich kämpfe jetzt gegen so komische Wolfsviecher. Und jetzt im nächsten Moment schieben sich Wolken vor dem Mond. Und, oh, was haben wir denn hier? Ein normales Ritter-Robo-Viech. Warten wir mal ein bisschen ab. Was passiert denn, wenn die Wolken sich wieder wegbewegen? Er verwandelt sich in ein Wolf. Cool, oder? Also, nette Idee. Für so einen klitzekleinen Raum, den man eigentlich in 5 Sekunden durch hat, wenn man einfach nur durchslidet. Aber, ja, nee. Ist cool. Cool gemacht, coole, witzige Idee, gefällt mir total. So, oh. Ja, was haben wir denn hier im Hintergrund? Guckt euch mal dieses wunderbare Gemälde hier an. Ja, das ist wohl der wahre Herr dieses Schlosses. Aber dieses Gemälde hängt nicht von ungefähr da. Tatsächlich hat das auch eine gewisse Bewandtnis. Und wir lassen jetzt einfach mal Rush hier ein bisschen schnüffeln und ein bisschen buddeln. Direkt unter dem Porträt von Dr. Wily. Mal gucken, was er da zutage fördert. Ist das etwa der Energy Equalizer, den ich für 250 Schrauben bei... Na, ihr wisst schon, bei Otto hätte kaufen können. Aber jetzt haben wir ihn dort unten einfach so bekommen. Was extrem cool ist.
So, vorbei an den Buntglasfenstern der Verdammnis und ja, damit haben wir dann im Wesentlichen... Oh! Darn, I was careless. Hallo Bess und Treble. Schön, dass ihr mal wieder da seid. I feel so stupid to have been defeated so easily. Maybe I should give up and leave Wily to you. No, we are a team. Dr. Light will be glad to fix you up. Thanks. I'm glad that I have a friend like you. Ah, Bess, du bist mein allerbester, neuester Freund. Ich hab keine Ahnung, wer du bist und warum du so einen coolen Hund hast. Aber ist egal. Ja, okay. Bess versucht also auch, die Robotermeister aufzuhalten? Das ist ja das erste Mal, dass wir davon Wind bekommen. Egal. So, okay, hier. Wild Coil. Wild Coil. Ich bin jetzt gerade unsicher wegen der Waffenenergie, deswegen wollte ich die jetzt nicht testen. Das jedenfalls ist Shade Man, der sich standesgemäß vorstellt mit einer netten kleinen Verbeugung. Und ich greife ihn an mit meinen Sprungfedern. Ja. Und ich kann diese Waffe, wie gesagt, aufladen, was cool ist. Und er kann mich Dracula-mäßig packen. Und wow. Mich nach oben ziehen und dadurch seine Lebensenergieleiste wieder auffüllen. Bisschen untypisch für einen Roboter. Oh, und er kann mich offensichtlich... Au! Er kann Schallwellen verschießen, die von den Wänden abprallen. Und er kann mich versteinern. Das ist ja lustig. Ich wusste gar nicht, dass Dracula das kann. Egal. Piu! Haha. Von der Sprungfeder genatzt. Egal. Ach man. Ich mag diesen Bosskampf aber irgendwie. Ist auch wieder sehr, sehr innovativ. Er hat viel drauf. Mit der richtigen Waffe halt leider kein Problem, aber die ist ja bei den meisten Mega Man-Bossen so, ne? Gut. Okay, das war ja spannend. The noise crush generates a powerful sound wave, doesn't it? Dido. Yes, and you can amplify the wave by absorbing the reflected wave with your body. Das klingt jetzt irgendwie komisch, werde ich aber mit Sicherheit bei der nächsten Stage zeigen können. You get Noise Crush. Woo! Coole Sache, awesome, danke, Passwort. Okay, so, jetzt haben wir auch das. Aber jetzt komme ich da noch nicht weiter, beziehungsweise lohnt noch nicht zurückzugehen. Stattdessen machen wir jetzt erstmal sowieso eine Pause. Halt, Moment, ich wollte gar nicht zu Otto. Habe ich aus Versehen Select gedrückt. Egal, wir haben jede Menge Schrauben. Oh, was wir hier alles noch kaufen können. Oh, das wird so geil. Gut, okay. Nee, wir machen jetzt an der Stelle hier Pause. Heieiei, es fehlt nur noch ein Robotermeister und noch ein paar kleinere Geheimnisse, die wir dann nach einem Besuch bei diesem Robotermeister aber hoffentlich alle lüften können. Und dann geht es so langsam Richtung Finale. Hoffentlich, denke ich, glaube ich. Wir werden sehen. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.